Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2, Part 3. Wir sind immer noch am Fallen. Oh Gott. Und das Ganze mal in 3D will. Danke. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Da ist sie. Da. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Ach, danke dir. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Oh Gott, sie will uns so lange foltern, bis wir sterben und sie will uns dann wieder zurückholen. Naja, jetzt geht's richtig los mit Portal 2. Ich wünsche euch einen angenehmen Flug. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Ah. Irgendwas so und dann so. Ah. Also nochmal. Da hoch. Hier drauf. Okay. Tada. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Schwör? Ich will auch mal einen Koop-Modus machen mit irgendeinem Let's Player. Ich denke mal, Inside Ender wäre jetzt der Einzige, der jetzt in Anspruch kommen würde. Oder halt Starwon hier, also Starwon Let's Play. Aber sei es drum, seien wir jetzt erst einmal im... Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Au, au, au. Ah, okay. So, danke. Einfach ein Spiegel. Lol. Tödlicher Laser. So, wir sind hier oben. Fertig. Ah. Und dann einfach hier drauf. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklich, schrecklich. Und das testen wir nicht einmal. Ach, wie super nett von dir. Du elendes Stück. Nein, ich sag's nicht. Doch, Schlampe. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Oh. Was für ein scheiß Lars, meine Mutter? Oh Gott.
Oh, wir sind schon hier oben. Oh, ganz toll. Bisschen weiter hinten, bisschen weiter hinten, bisschen weiter hinten. Irgendwo da so. Ja, perfekt. Jetzt muss das Ganze aber auch wieder zu mir, ne? Ach komm, scheiß drauf. Huch. Jetzt komme ich. Halleluja. Aua. So, einmal. Und das andere. So. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Boah. Sie wird richtig gemein. Hallo? Das geht doch gar nicht, Mann. Mensch, Mensch, Mensch. Nee. Moment. Okay. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Wow! Scheiße, war das knapp. Naja. Dann muss das... Oh, ich wünschte, ich könnte das nicht abschließen. Ja, wann soll das jetzt? Och, nö. Au! Aha, okay. Au! Oh Gott, ich dachte gerade schon. Okay, ein paar Lecks sind drin, aber es sind halt nicht so riesen Lecks. Versteht ihr? Okay, das heißt... Achtung, warten, warten, warten. Jetzt. Oh, na toll. So. In der Suppenküche. Komm ich jetzt auf Suppenküche? Ah, das ist klar. Oh, oh, wie doof. Scheiße. Oh, na toll, was mache ich jetzt? Den kann ich noch niemals erreichen. Ah. Ja, ja, dann löst sich das andere, glaube ich, auch. Ja, nochmal Glück gehabt. Perfekt. Das wäre dann schon so eine Art Zwickmühle, ne? Au, 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 au. Ruhig, ruhig. Was mache ich jetzt? So, einfach abwarten. Aber wenn ich da drauf bin... Nee, nee, jetzt ist es ja wieder scheißegal. Aber hey, ich verstehe das nicht. Sekunde mal. Es muss da dran, damit es in Bewegung bleibt. Gell? Aber gleichzeitig muss ich auch hier drauf. Um da hinten ins Ziel zu kommen. Und einmal kurz warten. Zack. Einmal bitte mit dem. Ah, so einfach. Tada. Sekunde, Sekunde. Muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Boah, ich dachte gerade schon, wir sterben, okay. Ich habe zwar geschrien wie Mädchen, aber naja, was soll's. Ja, die FPS-Anzeige steigt komischerweise in den Pausen, wie jetzt gerade, aber
Im Game ist sie auf 20 oder 25. Obwohl die auf 50 gestellt haben. Ah, egal. Ja, 30, 40. Ja, jetzt. So. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ach, verstehe. Ach, das ist ja geil. Das ist eine geile Idee von Valve. Yay, ich hab dich. Tada. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Oh Gott, wie eklig. Naja, ich denke mal, ich habe jetzt hieraus eine Doppelfolge gemacht, also sprich Part 4. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ja, das macht Spaß. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasvögel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Wow. Ah. Ja, lol, jetzt kann ich ja. Oder? So. So kann ich wieder zurück. Okay. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammer. Ja? Manchmal findest du dort noch nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Oh Gott, scheiße. Ah, da ist es. Gott, ich dachte, ich fahre jetzt runter. Zu mir. Danke. Gut, jetzt muss es irgendwie... Nee. Wird schon schief gehen. Hoffe ich. Halleluja! Oh, wie süß. Und so gut. Ja, Volltreffer. Haha, perfekt. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Alter, ist sie fies. Alter, ist sie fies. Ey, nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Urheberding kriege, weil ich wegen ihrem Beleidigung. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel ein...